Jeder kocht anders, aber es schmeckt wunderbar hier. Mir war im Rahmen meiner Arbeit aufgefallen, dass viel zu viele alte Menschen viel zu viel alleine sind und gerade auch mittags dann nicht gut kochen oder gar nicht kochen. Mein Selbstverständnis einer vernünftigen Versorgung in einer Kommune ist, dass ich weiß, was mit den alternden Menschen passiert. Das im Alter in Form-Projekt befasst sich im Groben mit Gesundheitsförderung für Senioren und Seniorinnen auf kommunaler Ebene. Wir machen ja vor allen Dingen Angebote für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, weil sie halt sagen, ich möchte den Senioren und Senioren in meiner Kommune noch ein besseres Angebot machen. Ich möchte noch mehr ansprechen. Soziale Teilhabe ist ein ganz großer Punkt bei Senioren und Senioren, was halt auch gleichzeitig zu Wohlbefinden führt. Der Mittagstisch, für den wir heute ja hier sind, den wir über das Projekt Inform ja auch nach Bersenbrück geholt haben, war für mich der Anfang einer stationären Seniorenbegleitung. 12 Uhr muss es Mittag geben. Es ist wunderschön, wenn man sich hier ich habe eine nette Freundin, wo wir uns hier mal treffen dann. Wir wünschen uns sogar sehr, dass die Senioren mitmachen, damit man das Gefühl hat, gemeinschaftlich dieses Essen zubereitet zu haben. Und das gibt vielen Leuten einfach auch nochmal einen Kick. Ja. Und Bewegung, das ist etwas, was ja automatisch dazu kommt. Wir setzen aber ganz viel darauf, dass es sehr niedrigschwellig ist, dass die Leute auch im Sitzen sich bewegen können. Und dass die Bewegung nicht nur im Körper, sondern auch im Geist und in der Seele stattfindet. Das Projekt setzt jetzt in der zweiten Projektphase nochmal einen Fokus speziell auf die Zielgruppe Menschen mit subjektiven Einsamkeitsgefühlen, Menschen mit geringem Budget, aber auch Menschen mit Migrationserfahrung.